Leute, hört ihr das? Zu welchem Tier könnte das wohl gehören? Also ich finde, das hört sich ziemlich unheimlich an und ehrlich gesagt grusle ich mich auch ein bisschen vor dem Tier, um das es heute geht, denn es ist giftig. Es dreht sich heute alles um die Klapperschlange. Ich fürchte mich ein bisschen vor Schlangen, aber ob die mich wirklich beißen will, das will ich heute mal herausfinden und begebe mich in der Wildnis auf die Suche nach Klapperschlangen. Ihr kommt natürlich mit, oder? Vorher gibt's noch die Infos. Die Klapperschlange gehört zur Schlangenfamilie der Ottern, genau wie unsere heimische Kreuzotter. Klapperschlangen leben aber in Amerika, und zwar von Kanada bis Argentinien. Sie lieben trockene, wüstenartige Regionen. Sie sind, genau wie die Kreuzotter, ziemlich giftig. Sie beißen allerdings nur zu, wenn sie Beute jagen oder in Lebensgefahr sind. Sie verlassen sich lieber auf ihre ausgezeichnete Tarnung als auf ihr Gift, um sich vor Feinden zu schützen. Eine Besonderheit der Klapperschlange ist ihre Rassel aus mehreren überlappenden Hornringen. Bewegt die Klapperschlange ihre Schwanzspitze hin und her, entsteht ein lautes Rasselgeräusch. Damit will sie ihre Feinde einschüchtern. Klappt das nicht, beißt sie zu. Ihr Biss kann für Menschen sogar tödlich sein. Bill Hayes juckt das nicht besonders. Seit vielen Jahren hat er täglich mit Klapperschlangen zu tun. Da sitzt inzwischen jeder Handgriff. Bill ist Biologe und erforscht das Gift der Klapperschlangen an der Loma Linda Universität in Los Angeles. Und genau da bin ich heute auch. Ich werde Bill unter die Arme greifen. Ganz wohl ist mir aber nicht bei der Sache. Ah, Bill, du bist ja gemein. Ich hab doch ein bisschen Angst vor Schlangen. Brauchst du nicht. Ah, das ist aber nur eine Schlangenhaut. Die fühlt sich ziemlich cool an. Ganz trocken. Aber doch irgendwie weich und sehr, sehr, sehr dünn. Man hat das Gefühl, man kann die sehr leicht zerreißen. Und man sieht hier die kleinen Schuppen und natürlich das schöne Muster. Und auf der Seite sehen die Schuppen ganz anders aus. Oder sind es überhaupt Schuppen? Was ist das? Das sind die Bauchschuppen. Sie sind viel breiter. Damit bewegen sich die Schlangen fort. Jede Schuppe ist mit einer Rippe verbunden. Wenn der Boden glatt ist, können sie buchstäblich darauf laufen, mit ihren Rippen. Das ist ja abgefahren. Die Haut einer Schlange kann nicht mitwachsen. Einmal im Jahr legen Klapperschlangen ihre alte, zu enge Haut ab. Darunter wartet dann schon die neue. Schau mal her. Das ist eine Rassel. Diese Spitze sieht man schon direkt nach der Geburt. Und jedes Mal, wenn sie sich häuten, kommt ein Segment dazu. Bis es etwa 10 sind. Danach brechen sie einfach ab, wie ein Fingernagel. Dann kann ich ja jetzt auch damit rasseln, oder? Tatsächlich, das rasselt. Das sind auch nur Schuppen. Das Geräusch entsteht, wenn sie aneinander reiben. Da ist nichts drin. Nichts drin. Vielleicht ist das auch ein Warnruf für euch, wenn ich das mache. Du musst es aber super schnell machen. Gar nicht so einfach. Ich glaube, die Klapperschlange kann das besser. Danke. Du rasselst aber nicht besonders gut. Von wem ist es denn jetzt hier die Haut? Von der hier? Hätte ich mal lieber nicht gefragt. Das Spezialschloss ist sicher nicht zum Spaß da. Bill will mir die Angst vor den Klapperschlangen nehmen. Sie beißen ja nur zu, wenn es um Leben oder Tod geht. Schwacher Trost. Ich hab sie am Schwanz. Das ist sicherer. Okay. You're good. Alles ist gut, Anna. Alles gut. Sie züngelt ziemlich schnell. Das heißt, dass sie neugierig ist und sich umschaut. Der Kopf ist dreieckig. Weil sie die Giftdrüsen in ihren dicken Backen hat. Und der Hals ist ganz schmal. Dadurch kann sie schneller zuschlagen. Der schwarz-weiß gebänderte Schwanz soll andere Tiere warnen, dass sie gefährlich ist.
Und sie hat ein diamantförmiges Muster auf dem Rücken. Deshalb heißt sie westliche Diamantklapperschlange. Diese Art beißt mehr Menschen als alle anderen. Ah ja, super, das auch noch. Okay. Aber die hier ist ganz nett. Boah, Leute, ich sag's euch, ich hab wirklich schweißnasse Hände. Alles okay. Okay. Gott, und wenn die dann noch so rasselt? Alles ist gut, Anna. Sehr beängstigend. Alles okay. Aber ich meine, der Bill wird es schon im Griff haben. Mit ihrer Zunge riecht sie. Riechen die dann eigentlich auch Angstschweiß? Wahrscheinlich nicht. Aber ich sehe eindeutig, dass du Angst hast. Okay, und der Schwanz, da wo die Rassel dran ist, der hängt eigentlich immer relativ entspannt runter. Sind da überhaupt Muskeln drin? Der Schwanz ist voller Spezialmuskeln, die mit besonders viel Blut versorgt werden. Wir nennen das den Rasselmuskel. Und er kann den Schwanz sehr, sehr schnell hin und her bewegen. Eine ganze Stunde lang. Das ist unglaublich. Okay, okay. Alles gut. Da, schau mal. Ausgerechnet jetzt, wo die Klapperschlange uns ziemlich deutlich warnt, will Bill mir zeigen, wie sie zur Fortbewegung ihre Bauchschuppen benutzt. Na super. Schlangen können ihre Bauchschuppen sogar aufstellen und wie Stollen bei Fußballschuhen in den Boden stoßen. Wenn sie angelegt sind, gleitet die Schlange, wie hier. Siehst du, wie sie darauf läuft? Ja. Hauptsache, die Klapperschlange gleitet nicht gleich zu mir rüber. Wenn sie zuschlägt, ist sie buchstäblich doppelt so schnell wie ein Wimpernschlag. Du siehst begeistert aus. Ich versuche wirklich cool zu bleiben, aber ich bin es absolut nicht. Ich meine, jetzt ist sie da ganz entspannt. Okay, ich bin auch entspannt. Geh mal in die Hocke. Okay, jetzt ist sie nicht mehr entspannt. Alles ist okay, Anna. Sie tut dir nicht weh. Sie hat mehr Angst vor dir, als du vor ihr. Da bin ich mir nicht so ganz sicher, ehrlich gesagt. Dabei wird's jetzt erst richtig haarig. Diese Klapperschlange ist eine Handaufzucht. Sie wurde als Baby von Menschen aufgepäppelt und ist deshalb nicht so aggressiv wie eine wilde Schlange. Bill will das Gift einer anderen Klapperschlange untersuchen, die er in der Wüste gefangen hat. Dazu muss er sie melken. Und ich mittendrin. Na komm schon. Okay. Alright. Wow. Darf ich sie anfassen? Nein. Jetzt wollte ich mutig sein und dann darf ich nicht. Also das ist eine südliche Pazifik-Klapperschlange. Yeah. Sie ist hier in Kalifornien sehr weit verbreitet. Ihr Gift ist ziemlich stark. Du solltest also lieber nicht gebissen werden, ja? Sie ist wild und sehr lebhaft. Sehr lebhaft. So lebhaft sogar, dass Bill die Hilfe seines Kollegen Jerry braucht, um sie wieder wegzupacken. Puh. Jetzt muss ich mir natürlich das Gift anschauen. Gar nicht so viel. Es reicht aber. Das Zeug ist sehr gefährlich. Wenn es in deinen Körper gelangt, richtet es großen Schaden an. Dann lieber weg damit. Jetzt muss ich mich erstmal wieder entspannen. Warst du auch aufgeregt? Nee, nur sehr konzentriert. Ich glaube, er war auch aufgeregt. Er gibt's nur nicht zu. Bill wird das Gift später mit einem Chromatographen untersuchen. Das Gerät zeigt ihm, wie das Gift auf Beutetiere wirkt. Manche greifen die Muskeln an, andere das Blut, wiederum andere die Nerven. Das Gift dieser Schlange beschädigt alle drei. Bitte schön, einmal Klapperschlangengift. Dieser kleinen gelben Flüssigkeit traut man gar nicht so viel zu, aber die möchte ich nicht in meinem Körper haben. Schlangen geben nicht bei jedem Biss ihr gesamtes Gift ab. Früher dachte man, sie lernen es mit der Zeit, je nach Beutetier zu dosieren. Aber Bill sagt, es hängt eher vom Gemüt der Schlange ab. Manche sind eben richtige Stänker und verschießen ihr ganzes Pulver auf einmal.
Bill hat festgestellt, dass die Wirkstoffe im Gift der südlichen Pazifik-Klapperschlange von Tier zu Tier stark schwanken. Er weiß noch nicht warum. Irgendwie hängt es wohl mit dem Lebensraum zusammen. Hier in der Wüste wimmelt es nur so von Klapperschlangen. Anfänger wie ich könnten schnell auf eine drauftreten, klappern hin oder her. Ohne bissfeste Gamaschen darf ich das Auto nicht verlassen. Also ich bin bereit, du auch? Auf geht's. Wie kann es denn eigentlich sein, dass das Gift von einer Art so unterschiedlich ist? Well, die südlichen Pazifik-Klapperschlangen fressen je nach Lebensraum unterschiedliche Beutetiere. Diese Beutetiere entwickeln nach und nach eine Resistenz gegen ihr Gift. Das heißt, es wirkt nicht mehr so stark. Ich glaube, dass die Pazifik-Klapperschlangen dann wiederum ihr Gift anpassen, damit es bei diesem einen Beutetier wieder besser wirkt. Ah, das bedeutet, wenn man jetzt eine Schlange von hier nehmen würde und die woanders hinsetzen würde, dann würde ihr Gift bei ihrer Beute vielleicht gar nicht wirken. Genau. Und dann würde die Schlange nicht so viel fressen. Das Gift wäre bei anderen Beutetieren nicht so wirksam. Das ist ja spannend. Und um das zu untersuchen, müssen wir jetzt eben eine Pazifikklapperschlange finden, um ihr Gift zu untersuchen. Wir wandern durch eine felsige Landschaft mit viel Gras. In diesem Lebensraum fühlen sich südliche Pazifik-Klapperschlangen besonders wohl. Hier leben viele Nagetiere, also finden sie genug zu fressen. Außerdem können sie sich in den Felsspalten vor Fressfeinden wie Greifvögeln verstecken. Aber nicht vor Bills geschultem Blick. Schau mal, da ist eine. Eine gefleckte Klapperschlange. Siehst du? Ah! Sieh mal einer an. Ich finde, wir sollten sie einfangen. Okay. Bleib da, okay? Das ist zwar nicht die Spezies, die wir suchen, aber Bill packt sie trotzdem ein. Sehr gut, das hat geklappt. Schau mal die Schwellung am Körper. Sie hat kürzlich was gefressen. Oh ja, die ist tatsächlich ganz schön dick. Wahrscheinlich eine Maus. Das ist eine ordentliche Mahlzeit. Hoppla! Oh, wie lange dauert das, bis sie das verdaut hat? Circa eine Woche. Die bleiben dann ganz ruhig liegen und wärmen sich in der Sonne auf. Das hilft bei der Verdauung. Oh, da klappert sie schon. Okay, also eine Woche. Das heißt, die muss dann auch die ganze Woche nichts mehr essen? Eine Mahlzeit reicht für mehrere Wochen, sogar bis zu 2 Monaten. Wow. Manche fressen nur 5 bis 10 Mal im Jahr. Klapperschlangen fressen vorwiegend kleine Säugetiere wie Mäuse, Präriehunde, Streifenhörnchen und Kaninchen. Sie sind Lauerjäger. Sobald die Beute nah genug ist, schlagen sie blitzschnell zu und setzen ihr Gift ab. Dann ziehen sie sich sofort wieder zurück, damit die Beute sie nicht verletzen kann, und warten, bis das Gift wirkt. Danach verschlingen sie die Mahlzeit am Stück. Bei der Jagd hilft ihnen ein 6. Sinn. Links und rechts von der Nasenspitze sitzt ihr sogenanntes Grubenorgan. Damit können sie feinste Temperaturunterschiede wahrnehmen. Im Gehirn der Klapperschlange setzt sich so ein Bild zusammen, das dem einer Wärmebildkamera ähnelt. Dadurch können sie ihre Beute auch in völliger Dunkelheit aufspüren, denn sie ist wärmer als ihre Umgebung. Die hat ja eigentlich überhaupt nicht geklappert, nur jetzt ganz am Ende. Warum macht die das nicht? Manche sind einfach launischer als andere. Viele fühlen sich von uns nicht mal gestört. Das ist ja bei uns Menschen auch so. Manche fahren eben schnell aus der Haut und andere sind ganz relaxed. Freust du dich, dass wir die jetzt gefunden haben? Ich bin begeistert. Ist doch klar. Okay, schauen wir mal weiter. Jetzt besuchen wir eine von Bills Lieblingsstellen. Zwischen diesen Steinen hier finde ich oft Schlangen. Er hat einen frischen Eimer besorgt. Für alle Fälle. Okay, da in diesem Spalt finde ich besonders viele. Schau mal, da unten sind schon welche. Wirklich? Ja, ein erwachsenes Tier rechts und ein Jungtier links. Und noch eine dahinter, unter dem Stein. Ich weiß nicht, ob du sie sehen kannst. Sehe ich nicht, aber 2 reichen mir auch. Die hätte ich niemals gesehen, wenn ich da vorbeigelaufen wäre.
Ist das die Mama von der Schlange? Nein, das Jungtier ist vielleicht ein Jahr alt oder zwei. Interessant ist aber, dass das hier wahrscheinlich eine Geburtskolonie ist. Hier kommen verschiedene Schlangenmütter im Spätsommer her, um ihre Jungen zu bekommen. Und bei denen bleiben sie dann etwa eine Woche lang. Das machen andere Schlangenarten nicht, oder? Nein, aber manche Ottern schon, unter anderem Klapperschlangen. Nachdem die Babys sich das erste Mal gehäutet haben, trennen sie sich. Aber in dieser ersten Woche ist die Klapperschlange eine wirklich gute Mutter. Sie verteidigt ihre Jungen. Füttert die dann auch ihre Babys? Das macht sie nicht. Sie bleibt nur in der Nähe, damit sie sicherer sind. Also ich bin jetzt selber überrascht, dass ich einigermaßen cool bin, aber dadurch, dass die sich nicht bewegen, geht's eigentlich. Und sie rattern auch nicht mit ihrem Schwanz, den ich übrigens gar nicht... Ah, da hinten ist er. Okay, jetzt schauen wir in den Spalt. Da finden wir vielleicht mehr. Ich kann eine hören. Mal sehen. Da ist sie. Sie versucht zu entkommen. Vielleicht kann ich sie fangen. Vorsichtig, Bill. Oh. Hab sie. Da. Sieh an. Noch eine ausgewachsene Schlange. Sehr gut. Die Zunge. Alles klar, ab in den Eimer. Die melken wir später auch noch. Okay, mehr habe ich nicht gesehen. Das haben wir gut gemacht. Ja, gute Ausbeute. Das machen wir lieber nochmal. Das war so uncool, aber macht nichts. Alles klar. Ja, cool. Also, ab damit zum Auto. Ab ins Auto. Okay, Anna. Also, jetzt messen wir sie hier gleich. Dann kannst du sie aus der Nähe anschauen. Close-up look. Einmal festhalten, bitte. Wirklich? Ich soll's halten? Go ahead. Du schaffst es. All right. Oh, Leute, das fühlt sich komisch an. Ich versuche nämlich hier hinten immer weiter zu kriechen und ich merke, dass da richtig viel Kraft dahinter steckt. Aber sie will mir nichts Böses. Wie Bill schon meinte, die Schlange hat mehr Angst als ich. Inzwischen würde ich sagen, hat er da sogar recht. Und jetzt schauen wir uns gerade in die Augen und sagen uns, alles ist gut. Wer hätte das noch gedacht, ne? Vor ein paar Stunden bin ich noch weggehüpft vor jeder Bewegung, vor unserer Klapperschlange. Und jetzt habe ich eine in der Hand. Und wisst ihr was? Sie klappert gar nicht. Zuerst will ich wissen, wie lang sie ist. Bis zur Schwanzspitze. Oh, das fühlt sich so abgefahren an. Okay. Alles klar. 61 Zentimeter. 61 Zentimeter. Okay, ich hätte gedacht, ein bisschen länger. Und jetzt schauen wir uns den Schwanz an. Das ist eine relativ kleine Schwanzspitze. Also würde ich sagen, es ist ein Weibchen. Das schreibe ich auf. Die fühlt sich ganz, ganz glatt an, die Haut. Also eigentlich super angenehm. Und jetzt schaue ich mir mal die Schuppen genauer an. Oh ja, schaut mal. Hier kann ich auch die Bauchschuppen gut erkennen. Das habe ich ja bei der Haut schon gesehen. Und damit bewegt sie sich also. Damit kriecht sie über den Boden. Alle Schlangen benutzen ihre Bauchschuppen, um von A nach B zu kommen. Aber manche sind dabei etwas kreativer als andere. Das will mir Bill unbedingt noch zeigen. Es wird Nacht. Jetzt haben wir eine Chance, eine Seitenwinder-Klapperschlange zu finden. Tagsüber vergräbt sie sich oft im Sand der Wüste. Wenn es abends kälter wird, pirscht sie los. Wir suchen jetzt einfach die Straße ab. Im Scheinwerferlicht sind sie sehr hell. Wenn sie dabei eine Straße überquert, ist das sonst im Sand perfekt getarnte Tier plötzlich ganz leicht zu sehen. Stopp! Und zu hören sowieso. Schau dir das an. Oh. Gefällt sie dir? Klappert jetzt schon.
Okay. Wow. Whoa. Die ist aber sauer. Wow, diese. Oh, jetzt bewegt sie sich. Die bewegt sich seitlich. Wow, das sieht richtig abgefahren aus, wie die sich bewegt. Gar nicht, als würde sie kriechen, sondern als würde sie da so drüber rollen, finde ich. Das ist echt cool. Bill, warum bewegen die sich denn seitwärts? Was ist der Vorteil davon? Schlangen, die in sandigen Gebieten leben, kriechen oft seitlich. Es ist einfach leichter. Sie rutschen so weniger weg. Außerdem ist der Wüstensand sehr heiß. Und beim Seitwärtskriechen berühren sie den Boden nie mit dem ganzen Körper. Ah, verstehe. Das machen wir ja auch, wenn der Boden heiß ist. Dann laufen wir auf Zehenspitzen, damit nicht der ganze Fuß Kontakt zum Boden hat. Schau sie dir mal genau an. Ein Teil des Körpers schwebt immer in der Luft. Stimmt. Auch die Seitenwinder kommt ins Labor und wird nach dem Melken wieder freigelassen. Da ist da noch eine. Ach, ihr seid's nur. Oh Mann, Leute, war das nicht ein cooles Abenteuer? Ich muss zugeben, ich hatte am Anfang echt Angst vor der Klapperschlange, aber jetzt bin ich total erleichtert und keine wollte mich angreifen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, bleibt tierisch interessiert. Servus!